Wutuf. Business-Netzwerk. Können wir das sehen? Ah, okay, gehe ich besser mal hier hin. Business-Netzwerk. Wie LinkedIn, Xing, nur halt Open Source. Schnell, sicher, gratis. Fragt man sich natürlich, wie kann man nur so wahnsinnig sein, sowas nochmal zu machen? Warum braucht man das? Eigentlich mag das ja keiner. Also LinkedIn und Xing sind ja bekannt für super interessante E-Mails und Pop-Ups. Das sind aber eigentlich erste Weltprobleme, die wir da haben. Für die meisten ist das Problem, dass sie gar nicht Zugriff auf LinkedIn haben oder Xing, weil diese Seiten einfach viel zu langsam sind. Und wir sind immer nicht die Einzigen, die so ein Business-Netzwerk gerne hätten. Es gibt zu der Geschwindigkeit noch ein anderes Problem, nämlich, dass aus vielen Ländern es schichtweg unmöglich ist, diese Accounts überhaupt zu bezahlen. Also wenn man einen Premium-Account haben will, dann muss man dafür irgendwie den auch bezahlen. Und dabei ist gar nicht das Problem die Geldmenge, sondern oft der Geldtransfer. Also einer unserer Entwickler, die bei Wutuf mitmachen, der ist aus Simbabwe. Und wenn ich dem zum Beispiel Geld überweisen möchte, dann kann ich das nicht einfach per PayPal machen. PayPal sagt mir dann, nee, kannst nicht nach Simbabwe Geld überweisen. Kannst nach Deutschland Geld überweisen, aber nicht nach Simbabwe. Andersrum ist das genauso problematisch. Das heißt, die Welt, in der wir hier leben, ist nicht repräsentativ für einen Großteil des Internets. Sondern wir leben schon in der Glocke hier. Das nächste Problem ist, dass in vielen Ländern Internet überwacht wird. Das heißt, da möchte man auch eine Möglichkeit haben, dass man sowas auch sicher machen kann. Wir sind am Tor angeschlossen, wir haben eine Online-Adresse. Das heißt, Wutuf kann man problemlos benutzen über Tor. Was noch den angenehmen Seiteneffekt hat, dass wenn man das mal hier auch in Deutschland im Büro machen will, dass der Chef oder der Admin das nicht im Proxy-Log sieht, wenn man mal einen neuen Job sucht oder so. Die Unique Selling Points sind, es ist kostenlos, es ist überall verfügbar, das ist das mit dem, was ich eben gesprochen habe, es ist schnell, es ist sicher. Als Beispiel, wir haben diese Toranbindung, wir speichern keine Passwörter ab, wir machen uns ziemlich viel Gedanken um Sicherheit. Und als sehr angenehmen Seiteneffekt von der Schnelligkeit haben wir ein besseres Google-Ranking. Die Traktion, wir haben angefangen letzten November und haben seitdem ein ständiges Wachstum. Und seit April bekomme ich immer, also meine Lieblingsfrage ist, hast du dir schon ein neues Auto bestellt? Und nein, ich habe noch kein VC-Geld. Und ehrlich gesagt habe ich mittlerweile auch aufgegeben, nach VC-Geld zu suchen. Das ist ein ziemlich aufwendiger Prozess und ich trinke keinen Kaffee, was problematisch ist, weil bei diesen Terminen sehr viel Kaffee eine Rolle spielt. Das heißt, momentan ist es ein klassisches Open-Source-Projekt, tolle Ideen, kein Geld. Die Technologie, die wir heute benutzen, ist Phoenix Framework, um die Webseiten zu generieren, eine MySQL-Datenbank, um die Daten vorzuhalten und kein JavaScript. Das heißt, auf der Seite ist kein JavaScript. Wir haben nicht mal die Google Analytics-Sachen drin, haben aber dadurch auch den Vorteil, dass wir einfach auf jedem Gerät benutzbar sind, weltweit. Und wir sind auch dadurch bei dem Internet.org System drin. Das ist diese Initiative von Facebook und auch anderen Firmen, wo ganze Länder kostenloses Internet auf ihr Handy bekommen. Aber das sind alles sogenannte Feature Phones. Also jetzt kein iPhone, kein Android, sondern ganz einfache Telefone mit einfachen Browsern, sehr oft in Opera. Und die haben gar kein JavaScript und können dann aber kostenlos diese Seite benutzen, egal wo.
wir unterscheiden uns von den zwei anderen, nicht nur durch die Preisgeschichte, sondern hauptsächlich auch durch die Geschwindigkeit. Also Web-Performance ist bei mir ein ganz großes Thema. Ich verdiene damit nebenbei auch noch mein Geld, deswegen ist das ganz praktisch. Die Idee ist, dass die Seite innerhalb Deutschlands immer unterhalb von einer Sekunde ladbar ist. Und aktuell ist es so, auf DSL ist es ungefähr 700 Millisekunden, auf Glasfaser weit unter 500 Millisekunden. Um mal einen Vergleich zu zeigen, ich habe nur die Möglichkeit, diese Videos in Virginia zu erstellen. Deswegen kann ich das jetzt nur von Amerika aus zeigen. Wenn man jetzt YouTube aufruft und Sing und LinkedIn, dann sieht man, wir sind im schlechtesten Fall doppelt so schnell. Und das ist jetzt für uns, Virginia ist für uns eine relativ schlechte Konstellation. In Deutschland werden die Zahlen deutlich dramatischer. Warum ist diese Geschwindigkeit so wichtig? Das liegt an am Gefühl des Users, wie man eine Webseite benutzt, wie man eine native App benutzt. Jeder kennt es ja, man ruft auf dem Handy irgendeine Webseite auf und dann dauert das und dauert das, gerade so hier bei so Konferenzen oder im Hotel oder, keine Ahnung, am Bahnhof oder im ICE im Tunnel. Und nach spätestens 5 Sekunden bricht man ab. Und der Jakob Niesen hat sich das Ganze angeguckt, 93, also schon Ewigkeiten her, wie Menschen auf GUIs reagieren. Also wie schnell eine GUI agieren muss. Und eine Webseite ist halt auch nur ein Interface. Und da sehen wir, alles, was unter 100 Millisekunden ist, wird als direkt empfunden. Und alles, was über eine Sekunde ist, ist problematisch. Das heißt, wenn eine Webseite länger braucht als eine Sekunde, dann mache ich automatisch schon einen mentalen Switch, denke kurz an was anderes. Und alles, was über 10 Sekunden ist, das kann ich vergessen. Das haben sich jetzt schon andere Firmen angeguckt, für die das noch viel wichtiger ist. Google ist da ein Vorreiter. Google hat sich gesagt, wir probieren es jetzt mal, wir verlangsamen jetzt mal die Suche. Und mal gucken, was da passiert. Und das ist ein Experiment, was nicht von heute auf morgen dann funktioniert, sondern diese Veränderungen brauchen zwischen 6 und 8 Wochen. Bis sich User entsprechend auch im Verhalten ändern. Weil wenn eine Webseite mal an einem Tag langsamer ist, dann macht das keinen Unterschied. Aber wenn sie konstant langsamer ist, dann merkt man bei Google, dass wenn man jetzt hier sogar bei 100 Millisekunden, was ja wirklich was nichts ist, sehen die schon Verluste bei den Suchanfragen. Und das sind Zahlen hier, da würde bei Google würden Köpfe rollen. Und da reden wir jetzt wirklich im schlechtesten Fall bei 400 Millisekunden. Je höher man da geht, desto gravierender ist das. Und da mal Zahlen zu zeigen, das sind Zahlen jetzt von Walmart. Wenn deren Seite eine Sekunde schneller lädt, haben die eine 2% Increase in der Conversion-Rate. Sprich, die verkaufen mehr. Bei Staples ist es noch extremer, da war eine Sekunde gleich mit 10%. Also das sind Zahlen, die einfach da sind, die sind messbar. In der Web-Performance ist es häufig so wie beim Rauchen. Wenn ich einem Raucher sage, Rauchen ist gefährlich, das ist tödlich, sagt er, und holt sich die nächste Zigarette. So ist es bei der Web-Performance auch so häufig. Vielen Firmen sagt man, wenn deine Seite schneller ist, verkaufst du mehr. Und dann sagen die auch, ja, und dann passiert aber nichts. Und die es erkannt haben, als allererstes war es Google, und die nehmen halt jetzt den Mehrgewinn mit. Mobil ist es noch extremer. Wenn ich jetzt eine Seite nicht innerhalb von 5 Sekunden lade, dann werden 3/4 aller User abspringen. Und 5 Sekunden auf dem Handy ist jetzt nicht so, also viele Seiten brauchen relativ lange auf dem Handy. Extrem wird das immer am Monatsende. Also wenn die ganzen Flatrate-Tarife-Verträge auslaufen und man sein Kontingent erschöpft hat und dann auf einmal mit ISDN-Geschwindigkeit, das war mal schnell, surft, dann wird das Internet sehr langsam. Was ist das Problem dabei? Hauptsächlich ist das ein Netzwerkproblem. Hauptsächlich ist das ein TCP-Problem. TCP wurde erfunden,
da wusste man nicht, wie man die Bandbreite einer Verbindung gescheit schätzen soll, messen soll. Also hat man sich gesagt, wir fangen erstmal ganz langsam an, wir schicken erstmal ein kleines Paket rüber, dann verdoppeln wir es, das nennt sich TCP Slow Start, und dann verdoppeln wir es nochmal und wir verdoppeln das so lange, bis irgendwann das Paket nicht durchgeht. Und dann gehen wir nochmal ein oder zwei Schritte zurück. Und dann haben wir ungefähr das Maximum der Leitungskapazität erreicht. Und das wird heute genauso gemacht. Das heißt, das ist jetzt mal ein Beispiel. Ich lade eine Datei aus Frankfurt von einem US-Ostküstenserver runter. Da habe ich eine Roundtrip-Zeit von 80 Millisekunden. Und für alle, die sagen, ja, da können wir ja bestimmt noch was drehen, das ist ein Glasfaserkabel. Die einzige Möglichkeit, da was dran zu drehen, wäre, wenn wir einen Tunnel direkt von Frankfurt aus an die Westküste bohren würden. Also quasi die Erdkrümmung ausschalten. Dadurch hätten wir eine kürzere Verbindung. Dadurch könnten wir am Glasfaserkabel noch ein paar Kilometer sparen. Ansonsten geht das nicht schneller. Sichtgeschwindigkeit, was Schnelleres gibt es nicht. Das heißt, an diesen 80 Millisekunden können wir nichts machen. Das hier ist der Drei-Wege-Handshake von TCP. Da können wir auch nichts dran machen. Das ist einfach so. Das ist gegeben vom Protokoll. Dann fange ich hier mit 10 TCP-Segmenten an. Das sind ungefähr 14K. Dann wird verdoppelt auf 20. Dann wird wieder verdoppelt auf 40. Und dann ist die Datei durch. Das heißt, für eine 58 KB große Datei brauche ich 320 Millisekunden. Und da hat der Server noch diese Datei noch nicht mal selber angefasst. Also da nimmt er jetzt quasi eine fertige Datei. Da ist kein PHP, kein Phoenix, kein Ruby on Rails, kein sonst was drin. Das ist eine statische Datei. Von Australien sieht das noch schlimmer aus und das ist jetzt auch Ostküste, USA. Das muss man sich immer vor Augen halten, auch wenn man sich irgendwo günstig einen Webserver in den USA holt. Dadurch wird die Seite nicht schneller. Hier nochmal die Zahlen. Wir fangen mit 14 an, gehen dann auf 28 hoch und immer verdoppeln. Bandbreite, da kommt gleich noch eine Folie dazu, ist nicht essentiell. Für uns ist das hier das Nadelöhr. Wenn wir jetzt SSL dazu nehmen, und SSL brauchen wir, wenn wir HTTP 2 machen, und HTTP 2 sollte jetzt langsam der Standard sein, dann fällt uns das erste Paket auch noch weg, weil das brauchen wir, um den SSL-Schlüssel auszutauschen. Das heißt, wir haben schon mal ein... Ich mache mal mein Handy aus. Also man muss sagen, hier steht ein Schild, Handy ausmachen. Entschuldigung dafür. Das heißt, wir fangen jetzt, das Handy ist es jetzt nicht mehr. Wir fangen hiermit mit 28 KB an und haben da vorher schon den Drei-Wege-Handshake und so weiter. Also, und da haben wir noch nichts übertragen. Jetzt haben wir als Ziel die gesamte Webseite mit einem CSS innerhalb dieser 28K zu übertragen. Und nochmal, Latenz ist das Problem. Also Länge der Leitung zwischen Server und Browser. Bandbreite ist irrelevant. Bandbreite ist wichtig bei Netflix, nicht beim Surfen. Wer schon mal umgestellt hat auf Glasfaser zu Hause, bei dem das geht, der wird gemerkt haben, Surfen ist genauso wie vorher. Netflix ist auf einmal HD. Bei großen Dateien ist das wichtig. Bei Webseiten sind die Dateien, also die durchschnittliche Webseitengröße ist mittlerweile leider bei 3 MB angelangt. Aber das Hauptproblem ist TCP Slow Start. Und um das nochmal zu zeigen, habe ich jetzt nochmal den Vergleich Vutu aus Deutschland mit DSL und aus Sydney, Australien mit DSL. Gleiche Seite, 700 Millisekunden aus Frankfurt, 2,5 Sekunden aus Sydney. Das Ganze wird noch dramatischer, wenn ich eine 3G-Verbindung habe, also eine alte Handy-Verbindung. Die letzte Meile zwischen dem Sendemast und dem Handy haut nochmal unheimlich drauf. Das ist eine sehr langsame Verbindung. Und wenn ich da jetzt die Seite abrufe, dann sehe ich, auch in Deutschland wird es schon deutlich langsamer, aber in Australien wird es katastrophal. Da über so eine Verbindung möchte ich eine LinkedIn-Seite nicht benutzen. So, was machen wir? Wie gehen wir das Ganze an?
Das Allerwichtigste ist, man muss sich ein Zeitbudget setzen. Ansonsten kommt man immer wieder in die Falle rein, dass man sagt, naja, dann machen wir doch das Feature und das Feature. Diese ganzen Features kosten alle Zeit. Man muss sich ein Time-Budget setzen. Wir haben das auf eine Sekunde gesetzt. Das heißt, jedes Mal, wenn wir irgendwas machen, gucken wir uns danach hier diesen Wasserfall im Browser an. Das ist die Zeit, wo der Browser anfängt zu rendern und das ist die Zeit, wo das Dokument zu Ende ist. Wir können das Netzwerk nicht kontrollieren. Was wir kontrollieren können, ist, wir können das Protokoll kontrollieren. Also wir benutzen HTTP 2, wir können die Kompression kontrollieren. Da benutzen wir zum Beispiel nicht GZIP, sondern ZOPFI, da komme ich aber gleich noch drauf, und teilweise auch Protli. Wir können die Anzahl der Dateien kontrollieren. Also logischerweise ist, wenn ich jetzt 100 Dateien übertrage, brauche ich mehr Zeit, als wenn ich eine Datei übertrage, wenn wir innerhalb der gleichen Menge sprechen. Die Dateigröße ist klar wichtig. Ganz wichtig ist die Zeit, die der Server braucht, um diese Seite zu rendern. Also ein Business Network ist halt, ich rufe Profile auf und ich verlinke mich mit Profilen. Das muss aus der Datenbank gerendert werden, in HTML und so weiter, das braucht Zeit. Das kann ich beeinflussen. Und ich kann natürlich den Content beeinflussen. Ich kann sagen, wir machen zum Beispiel kein JavaScript, was auf dem Browser nachher wieder Zeit bringt, weil er das nicht rendern muss, weil er das nicht bearbeiten muss, kompilieren muss. Das heißt, was ich beeinflussen kann, ist das hier kann ich nur durch die Menge beeinflussen. Also das hier ist die Zeit, die der Server braucht, um diese Datei quasi fertig zu machen. Der macht eine Datenbankabfrage und generiert den HTML. Bei den Servern ist es so, das läuft auf Nginx, MySQL, Phoenix, hatte ich schon gesagt. Warum Phoenix? Phoenix ist ungefähr 10-mal schneller als Ruby on Rails. Wer meine Bücher kennt, der weiß, ich mache mit Ruby on Rails schon sehr lange rum und habe auch die erste Version mit Ruby on Rails geschrieben. Ich habe aber dann schnell gemerkt, dass ich innerhalb dieser Möglichkeiten, also vor allen Dingen innerhalb des knappen Budgets, mit Ruby on Rails an Grenzen stoße. Deswegen bin ich da auf Phoenix umgestiegen. Und Phoenix ist einfach rattenschnell. Aber schnelle Programmiersprache hilft da nicht weiter. Ich vermeide das Generieren von Seiten wie der Teufel das Weihwasser. Also wenn jemand auf die Seite kommt und er hat zum Beispiel keinen Cookie, dann weiß ich, der ist nicht eingeloggt. Für den muss ich jetzt ein View nicht neu generieren. Das ist der gleiche wie für alle anderen, die nicht eingeloggt sind. Das heißt, in dem Fall sage ich, ich nehme aus dem Cache die Datei, zum Beispiel die Index.html für die statische Indexseite und generiere die nicht, sondern lade die einfach aus dem Dateisystem. Und um weiter Zeit zu sparen, sage ich, dann kann ich so direkt schon fertig gesippt dahinlegen. Das sind sonst Sachen, die der Webserver macht. Also Nginx würde sonst die Datei zippen. Das kann ich mir sparen. Dann sagt jeder, ja, aber du hast ja, wie kannst du denn bei Millionen User, wie kannst du denn da alles statisch vorhalten? Da kommt jetzt wieder die Dateigröße positiv rein. Wenn ich sage, 1 Million User mal 28 Kilobyte, bin ich bei 26 GB. Und das ist jetzt ohne irgendwelche Komprimierungsmagie. 26 GB ist heute nichts. Festplattenplatz ist günstig. Und dadurch spare ich wahnsinnig viel CPU. Ich brauche, um ein User-Profil zu rendern, ungefähr 50 Millisekunden. Eine statische Seite auszuliefern, geht weit unter 1 Millisekunde. Das heißt, ich habe wahnsinnig Ersparnis dadurch. Das ist das beim HTML. Der nächste Punkt, Avatare. So ein Social Network lebt halt auch von den Avataren. Das ist jetzt eine Profilseite. Wir haben hier Avatar, da. Da ist kein Avatar drin, deswegen ist dann, ich glaube, das ist eine Vektorgrafik. So ein Avatar ist eine runde Grafik. Wie wir alle wissen, runde Grafiken gibt es nicht. Eine Grafik ist normalerweise rechteckig, in dem Fall quadratisch. Dann habe ich mich irgendwann gefragt, es kann doch nicht sein, dass wir jetzt das hier übertragen, ohne es zu brauchen.
Und dann bin ich ein bisschen weiter ins JPEG-Format eingestiegen und habe dann irgendwo gesehen, gelesen, ich habe sogar auf einem Vortrag auf der Frostcon gehört, so ein JPEG teilt sich auf in kleine Quadrate. Und ich kann für jedes dieser Quadrate eine andere Komprimierung einschalten. Das heißt, das, was wir beim Export der JPEGs im Grafikprogramm machen, dass wir sagen, keine Ahnung, 80%, 90%, wie viel auch immer, das über die gesamte Datei, das ist nur deshalb, weil es vom Programm nicht anders vorgesehen ist. Das Format, das JPEG-Format sieht es anders vor. Das heißt, ich hole mir jetzt einfach die raus, die ich gar nicht brauche, und die komprimiere ich schlechter, also mit einer höheren Kompression, so dass sie katastrophal aussehen, aber ist egal, sie werden ja vom CSS ewig genommen. Das mache ich mit dem Gützi, das ist ein JPEG-Komprimierer von Google, und deshalb werden die äußeren, also diese außerhalb des Kreises, wenn man sich die Datei anguckt, sieht nicht so schön aus, verbraucht aber dann kaum Platz. Dadurch kann man pro Datei irgendwas zwischen, sagen wir mal, 10% und 20% einsparen. Das sind in den Dimensionen, in denen wir hier agieren, ist das ziemlich viel. Logischerweise braucht das initial ziemlich viel Rechenkapazität. Aber das geht langfristig dann wieder, rechnet sich das wieder. Das gleiche Problem haben wir bei der Kompression. Ich habe ja schon eben gesagt, diese Dateien hier, die werden vorher komprimiert. Die liegen auf Halde in der Festplatte, auf der Festplatte. Bevor wir die komprimieren, machen wir aber Folgendes. Wir lassen den HTML-Minifier drüber laufen und machen alle mögliche Magie. Zum Beispiel eine HTML-Seite muss nicht mit dem End-HTML-Tag enden. Ein LI muss nicht mit dem LI enden, wenn danach ein weiteres LI kommt. Das ist optional. Da habe ich mich früher drüber aufgeregt. Früher musste eine HTML-Seite auch optisch schön sein. Da habe ich mich dann irgendwann von verabschiedet. Heute muss sie für mich klein sein. Das heißt, diese ganzen Gimmicks fliegen raus. Kein HTML-Endtag mehr. Dann sortieren wir Attribute. Also wenn ich jetzt ein Attribut habe in dem Element und ich habe die immer unterschiedlich und wenn man programmiert, dann achtet man ja nicht immer so drauf. Und ich sortiere die aber, dann habe ich natürlich nachher eine bessere Kompression. Kleinere Datei. Beim Komprimieren benutzen wir Zopfli, auch von Google, bringt ungefähr nochmal 5% bis 6% im Gegensatz zu GZIP. Gleiches Format, also auch das Endresultat ist GZIP, voll kompatibel, aber der Zopfli gibt sich ein bisschen mehr Mühe, braucht dafür aber auch länger. Also ich weiß gar nicht, ich bin versucht zu sagen Faktor 100. Also es dauert richtig lange. Für Live-Content, also wenn wir eine Seite wirklich nicht statisch haben, sondern sie live rendern müssen, dann machen wir das mit Brotli als Kompression. Inlining, das nächste Web-Performance-Thema da. HTTP-Caching ist schon sehr gut, hilft uns aber noch nicht weiter. Also hilft uns nicht dahin, wo wir eigentlich hinwollen. Also HTTP-Caching ist zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwo eine Grafik habe, dann sage ich dem Browser, immer diese Grafik, die kannst du jetzt einfach mal behalten. Und wenn ich morgen nochmal komme, dann nimmst du einfach die aus dem Cache. Das ist aber für uns nicht genug. Deswegen inline wir sehr viel. Inline heißt, wir lagern zum Beispiel CSS nicht in eine eigene Datei aus und laden diese Datei, sondern fügen es direkt ins HTML ein. Das CSS inline wir, logischerweise können wir da nicht so Sachen wie Twitter Bootstrap benutzen, weil Twitter Bootstrap allein schon ungefähr 100k hat, sogar mehr. Das heißt, das würde unsere sämtlichen Grenzen sprengen. Wir haben hochoptimiertes CSS an der Stelle. Wir inline Bilder, wo es nur geht. Zum Beispiel, das ist die Startseite. Das ist inlined, das ist inlined, das ist inlined. Und sogar das Hintergrundbild ist inlined. Alles innerhalb von 28k. Das heißt, da werden keine separaten Grafiken mehr gezogen, das ist alles im HTML 46 sonst war das Ding komprimiert, encoded. Hier ist es so, das und das und das und das aber nicht mehr. Denn wir haben ja die Schritte hier.
Und diese letzten beiden hier, die würden uns über die 28K bringen. Das heißt, die laden wir normal. Vorher haben wir alles geinlined, damit wir innerhalb der 28K hier drin bleiben. Das nächste ist, wir prefetchen Content, wenn wir uns halbwegs sicher sind, dass der aufgerufen wird. Das ist immer eine Lotterie. Das heißt jetzt hier, das ist ein Link, den es jetzt so nicht mehr gibt. Den hatten wir früher, dass wir gesagt haben, hier, wir verlinken auf die 100 meist gefolgerten User. Dann haben wir diese Datei direkt gezogen, weil wir wussten, die Generierung dieser Datei ist sehr aufwendig. Und die können wir auch schlecht cachen. Das ist der Grund, warum wir es jetzt auch nicht mehr drin haben. Weil wir diese Datei ganz schlecht cachen können. Da wir aber wussten, dass viele Leute da drauf geklickt haben, haben wir sie schon mal mitgeladen. Das hat der Browser im Hintergrund gemacht, ohne dass der User davon was gemerkt hat. Das ist jetzt alles zur Optimierung von Wutuf. Jetzt die Frage, also das war jetzt der Stand jetzt. Jetzt die Frage, was passiert in der Zukunft? Ganz klar, Geld ist das größte Problem. Also ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber selbst wenn wir, keine Ahnung, 10 Millionen User hätten, das würde mir nichts bringen. Irgendwann kann ich das nicht mehr hosten. Das kann ich jetzt nur noch hosten, weil es so hoch optimiert ist. Ich kann kein Google Ads einsetzen, weil wir kein JavaScript machen. Das heißt, das wäre die nächste Idee. Macht doch Werbung. Geht nicht. Die nächste Idee wieder ist, der macht da Premium-Accounts. Will ich aber auch nicht, weil das war ja eine Idee von ganz am Anfang. Keine Premium-Accounts, weil für den Großteil der Menschen das nicht geht. Das heißt, das Geldproblem ist momentan das Größte. Und wer da eine Idee hat oder Geld zu viel hat, möge sich bitte bei mir melden. Für den Fall, dass sich das mal auflöst, ist das die Idee für die Zukunft. Wir bleiben bei Phoenix, weil es einfach rattenschnell ist. Wir müssen aber die Datenbank austauschen. Die Datenbank, die MySQL oder Postgres oder was auch immer, traditionelle SQL-Datenbanken, sind gut im Cluster, wenn der Cluster nah beieinander ist. Sprich, wenn ich im gleichen Rechenzentrum bin oder zumindest beim gleichen Ort. Ich kann aber jetzt nicht ein Cluster machen, also einen Node hier machen in Frankfurt und einen noch in Sydney und einen in Joburg. Weil wir schon gemerkt haben, die Glasfaserverbindung hier ist so lang, dass für jedes Schreiben in der Datenbank muss ich ja alle anderen anhalten, muss sagen, hör mal, ich habe hier was, das schreibe ich jetzt. Schreibt das auch mal und dann sagt ihr mir, ob ihr fertig seid. Und dann sagen ihr es zurück und sagen, fertig, 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 fertig. Das dauert ewig. Und das bei den Dimensionen, das geht überhaupt nicht. Das heißt, wir können mit traditionellen SQL-Datenbanken hier nicht mehr weitermachen. Die Lösung ist eine CouchDB. Dabei ist die Sache nicht, das ist jetzt nicht toll, weil es eine NoSQL-Datenbank ist. Das NoSQL ist mir ziemlich wurscht. Das Interessante ist, dass das ein System ist, wo ich tatsächlich sogar sagen kann, durch einen Netzwerkfehler ist zum Beispiel Australien offline, dann würde die CouchDB-Instanz hier noch vollkommen autark funktionieren. Und wenn diese Verbindung wieder online ist, dann würde die sich damit synken. Und den Nachteil, den ich habe damit, ist, ich habe kein Docking. Weil klar, Docking geht nur dann, wenn ich auf alle Server auch ein wirkliches Dock habe. Das können wir aber, das brauchen wir aber nicht, weil wir sind ja keine Bank. Bei uns werden keine Überweisungen gemacht, wo ich irgendwie die Welt anhalten muss, um sicherzustellen, dass die Buchhaltung daher auch stimmt. Sondern das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich hier einen neuen Account anlege und der nicht zeitgleich auch in Frankfurt angelegt ist. Damit kann ich aber leben. Wenn er erst 5 Minuten später angelegt wird, egal. Und wir sprechen nicht von 5 Minuten, sondern wir sprechen von 1, 2, 3 Sekunden. Aber selbst das wäre völlig wurscht. Weiterhin kein JavaScript, weil es sonst nicht auf allen Geräten läuft. Und auf billiger Hardware. Wenn Hardware ausfällt, fällt sie aus und nimmt ein anderes System auf einem anderen Kontinent. Ist mir völlig wurscht. Und das Allerwichtigste, Server so verteilen, dass sie nah beim User sind. Solange wir die Server nur in Frankfurt haben, ist die Seite zwar immer noch schneller als alle anderen, aber nicht die Geschwindigkeit, die ich eigentlich haben will. Also die Problemkinder sind tatsächlich Australien, Ostküste, Hawaii, Afrika ist jetzt auch nicht so super prickend, je weiter wir weggehen da. Wie kann geholfen werden?
am einfachsten mit dem eigenen Account. Sprich, auf Wutuf gehen, wutuf.de gehen, Account anlegen, auf mich verlinken, auf andere verlinken, Daten ausfüllen und anderen Leuten davon erzählen. Die meisten sind auf LinkedIn, die meisten sind auf Xing. Wutuf kann nur dann groß werden, wenn mehr Leute draufkommen. Diese aktuellen Userzahlen hört sich nach viel an, ist aber im Vergleich zu den anderen noch viel zu wenig. Ansonsten, wenn jemand Consulting oder Training braucht für Ruby on Rails, Phoenix, Web Performance, hier ist meine Webseite und hier ist mein Twitter-Account, freue ich mich über eine Nachricht. Das war's. Jetzt kommt die Frage der Fragen. Gibt es Fragen? Ja, ungefähr 600.000. Ich habe am Ursprung habe ich gedacht, ah, kein Problem, wenn du erstmal, keine Ahnung, 100.000 User hast, dann rufen die Leute an. Ist aber nicht so. Wenn man nicht in dem, ich sag mal, wenn man nicht in Berlin ist oder Hamburg, aber Berlin ist ideal und da nicht vernetzt ist, und das mit der Vernetzung ist natürlich eine sehr bittere Ironie für mich, dann hat man wenig Möglichkeiten. Also wie gesagt, ich habe am Anfang das versucht, wahnsinnig viel Meetings gehabt, wahnsinnig viel Kaffee getrunken, ist aber nicht meine Welt. Ich bin gut in anderen Sachen. Nicht im, da drin den VC-Geld zu bekommen. Das mit dem Patenschaftsmodell, das ist noch so, das ist eine Möglichkeit. Aber prinzipiell wäre es mir am liebsten kostenlos. Facebook ist auch kostenlos. Und Facebook funktioniert. Ja, aber prinzipiell ist es kostenlos. Für den End-User ist es kostenlos. Ja, aber er muss nicht, er muss kein Geld überweisen. Das ist ja das Problem, was ich gesagt habe. Für wir können das überweisen. Wenn wir es nicht überweisen, dann ist es eine aktive Entscheidung. Für einen Großteil der Menschheit ist es so, die haben das Geld in der Hand und kriegen es nicht transferiert. Ich versuch's noch. Ich glaube, da, ja. Ich weiß, dass 600.000 nicht viel ist.
Aber wenn man sie nicht hat, dann ist es alles. Also das ist... Die 600.000, das ist die, die Menge, also das Auto, ein anständiges Auto kriegt man für 600.000 gar nicht. Das Geld brauchen wir für Entwickler und Server. Also momentan ist es so, und das ist das Problem auch mit dem Preismodell, wir haben nicht die gleichen Features wie Xing und LinkedIn. Das ist nun mal so. Wir haben momentan ein ganz, ganz kleines Feature-Set. Viele, viele Leute fragen nach einem Newsfeed. Der Newsfeed, das ist das, was am häufigsten gefragt wird. Kann ich momentan nicht leisten, weil ich weiß, in dem Moment, wo ich Newsfeed aktiviere, da laufe ich servermäßig völlig aus dem Ruder. Das kann ich nicht hosten. Momentan, das, was ich jetzt kann, das kann ich stabil hosten. Alles darüber kann ich nicht mehr hosten. Dazu brauche ich mehr Hardware. Und das wurde, also diese Features müssen entwickelt werden, sprich, ich brauche Manpower, das kostet Geld. Und damit die Seite weltweit schnell ist, brauche ich die ganzen Server. Das kostet auch im Vergleich relativ viel Geld. Und daraus kommt diese Summe zustande. Das sind jetzt für 2 Jahre. Ja. Ich verstehe die Frage jetzt nicht. Was ich, ach so, die Server, wenn sie jetzt abgeschrieben sind, wir kommen im, Jahr, im Monat mit weit unter 10.000 Euro hin. Das ist kein Problem, das, wenn sie abgeschrieben sind. Vorher sieht es wieder anders aus, klar. Momentan keiner mehr. Wir haben zu den Hochzeiten mit ungefähr 5 Leuten dran gesessen. Momentan nichts, es ist momentan ein ziemlicher Stillstand, weil ich eben in diesem Raum bin, wo ich weiß, okay, ich kann nicht mehr machen. Wenn ich mehr Funktionen reinbringe, brauche ich automatisch mehr Server. Ich habe weder Geld für die neuen Funktionen noch für die Server. Ja, ist MIT. Von dessen jetzt habe ich ja Genossenschaft. Wie gesagt, bin ich offen für? Habe ich gar keine Schmerzen mit? Momentan ist es so, es ist nicht die Funktion da, um den Geldwert einer, sagen wir, ich weiß gar nicht, was kostet Xing im Monat? Irgendwas, keine Ahnung, ich weiß nicht, 10 Euro oder sowas? Momentan mit den weniger Features kann ich das nicht begründen. Das würde kaum jemand machen. Die gleiche Idee wäre auch bei so einer Genossenschaft. Ich kann ja nicht irgendwie, was nützt es mir, wenn wir jetzt sagen, alle, die hier sind, würden jetzt mitmachen. Und alle würden, sagen wir mal, im Monat 10 Euro überweisen. Was wahrscheinlich hier nicht mal die Hälfte machen würde. Das hilft mir nicht weiter. Auch wenn diese 600.000 prinzipiell nicht viel Geld sind, es ist doch so viel Geld, dass man mit so kleinen Gruppen nicht weiterkommt. Thank you.
ich bin offen dafür. Ich bin aber nicht in der Lage, das selber zu machen. Also wenn jemand diesen Overhead übernimmt, danke. Ich glaube aber nicht daran initial. Also sowas wie jetzt Wikipedia aufzubauen, ist für mich eine Nummer zu groß. Und die müssen auch jedes Jahr wieder um Geld betteln. Also das ist nicht so einfach. Und für die wäre es ein leichtes, Anzeigen zu schalten. Die können JavaScript benutzen. Also die könnten sich aus ihrem finanziellen Problem mit Anzeigen ganz einfach befreien. Ich habe das Problem, dass wir kein JavaScript benutzen dürfen. Und deswegen kann ich keine Anzeigen setzen. Weil ansonsten, ich hätte auch mit Anzeigen, ich habe keine moralischen Probleme mit Anzeigen. Ich würde das Geld gerne nehmen. Ich kann sie nur nicht machen, ich kann es technisch nicht umsetzen. Das ist jetzt nicht die Manpower an sich, sondern selbst die Kosten, dass du das alleine in den Betrieb. Nein, die Manpower muss ja bezahlt werden. Ich habe nicht wenig Geld reingesteckt. Das Geld ist alle. Das heißt, das, was jetzt ist, das funktioniert. Ich kann aber nicht mehr machen. Wenn ich mehr Features haben will, brauche ich mehr Manpower. Die Manpower muss ich bezahlen. Na, wie gesagt, ich bin für Ideen offen, ist aber nicht so einfach, wie es sich darstellt. Also wärst du bereit, dass zum Beispiel so ein Netzwerk wie OKLabs einzugehen und sagen, was könnt ihr heute beisteuern? Ich kenne das Netzwerk jetzt nicht, aber ja. Also zum Beispiel ein Netzwerk für Sensoren in Deutschland, Luftladung und Info. Das war ich glaube, 300 Sensoren für Stuttgart ausgeladen, jetzt haben wir schon Tausende und das wird jetzt in allen OKLabs übernommen. Gerne. Also wichtig ist halt, Entschuldigung, wenn ich das so ist ein bisschen plump sage, aber ich habe genug geredet, ich habe genug Kaffee getrunken. Ich brauche jetzt, für den nächsten Schritt brauche ich jetzt jemand, der sagt, hier ist das Geld, mach weiter. Ich brauche kein Blablabla. Wenn sich jemand um das Blablabla kümmert, gerne. Aber ich habe jetzt genug, ich habe jetzt gemerkt, dass es nicht, da habe ich keine Kompetenz drin. Ich habe Kompetenz hier auf der Tastatur. Also erstmal ist es ein Geschwindigkeitsding. Ohne JavaScript ist die Seite einfach sehr viel schneller und du wirst es jetzt gemerkt haben, die Seite ist einfach schnell. Selbst hier auf einem WLAN wie hier das, was ja wirklich sehr, also das hier ist immer der Worst Case bei so Konferenzen. Das zweite ist, dass ein Großteil der Menschheit, die im Internet sind, gar kein JavaScript haben. Also das, was wir hier erleben in Deutschland, in Europa, in den USA, ist nicht repräsentativ für den Rest der Welt. Die meisten haben Feature-Phones, die gar kein JavaScript unterstützen. Und das dritte war, dass wir durch den Verzicht auf JavaScript bei Internet.org mitmachen können. Das ist dieses Netzwerk von Facebook und Co., wo ganze Länder mit kostenlosem Internet bestückt werden. Das geht aber nur mit Seiten, die kein JavaScript nehmen. Was ist, auf dem Netzwerk sind ja auch Arbeitgeber. Ja. Werbung schalten. Also, die Idee hatte ich auch. Vorher gerendert, kleine Bilder, ja. Wo einfach nur ein Link hinter ist. Also wenn du auf der Seite bist, rechts sind schon Anzeigen. Ich hatte auch gedacht, das ist ja ein ganz einfaches Problem. Wir schalten Stellenanzeigen, da brauchen wir kein JavaScript für. Das können wir ja statisch machen. Das Dumme ist nur, es muss jemand schalten. Ist nicht passiert. Die Funktion ist eingebaut, kommt keine Kundschaft rein. Jetzt die Funktion auch nichts. Also da wieder gute initiale Idee, aber kommt kein Geld rein. Open Source Projekte können übrigens kostenlos JavaScript Anzeigen schalten. Also für den Fall, dass jemand eine Anzeige schalten will. Ja. Also, ich habe schon gedacht, das ist sehr gut ausgerichtet auf die Bedürfnisse der, ich sag jetzt mal, Arbeitssuchenden. Derjenigen, die da etwas anbieten wollen, die da wenn er jetzt ein Headhunter hingehen möchte,
da fehlt mir so ein bisschen noch das Marketing. Also man könnte vielleicht, das würde dann eventuell auch mehr Möglichkeiten für eine Finanzierung erben, wenn man sich mal überlegt, wie kann man denn jetzt zu Betrieben, die wollen natürlich die größte Plattform, deswegen ist irgendwie Marketing ein User, natürlich auch zu der Auswahl, keine schlechte Idee, aber vielleicht auch ein bisschen Leute darauf aufmerksam machen, hier ist ein Business, das wir nutzen. Ja, das ist auf der Roadmap reines Geldproblem. Jedes neue Feature kostet Geld. Ich kann mir vorstellen, falls du nicht welche, dass du dich an irgendeine Foundation kennst, so Document Foundation oder Software Foundation, das ist ja auch was. Das ist ja freie Software. Ja, aber die haben das Geld ja auch nicht zu verschenken. Ja, aber die können vielleicht dann aber auch insgesamt unter die Arme greifen. Also andere Projekte unterstützen sie ja auch. Da gibt's schon also bis jetzt hat sich noch nie jemand bei mir gemeldet. Ja. Noch nie. Ja, okay. Das ist doof mit dem Kaffee trinken, ich weiß. Sonst da hinten noch eine Frage. Wir müssen jetzt, wir haben noch ungefähr 2-3 Minuten. Gibt es eine Roadmap und auch die Reise, wo du sagst, alles klar, wenn ich jetzt 600.000 oder auf jeden Fall kriege, dann kann ich zumindest jetzt, also das Feature, das für die Einhandpreise kann ich echt interessant, zu sagen, kann alles klar, wenn ich jetzt so viel Geld bekomme, dann kann ich zumindest Feature A, B, ja, das hat aber die eine Einschränkung. Ich kann ja Entwickler, also ich kann natürlich Freelancer holen, aber wenn ich jetzt jemand einstelle, dann kann ich ihn nicht für einen Monat einstellen und auch nicht für zwei. Das wäre dann wieder moralisch extrem fragwürdig. Also kann ich auch sagen, das mache ich nicht. Wenn ich sowas mache, dann muss das auch mal mindestens für 2 Jahre gesichert sein. Und das sind eben diese 600.000 Euro. Ob das jetzt 600.000 sind oder 580, da... Das ist der für mich kleinste sinnvolle Schritt, ja. Also 100.000, würde ich sagen, bringt mich jetzt nicht weiter. Noch eine Frage oder ansonsten vielen Dank und noch viel Spaß auf der FrostCon. Und ach ja, danke für die Organisation.